Ungelogen, das treibt mich zur Weißglut. Diese, wie kann man sowas bauen? Schau mal daher. Wenn du jetzt vorwärts läufst, das haut da jedes Mal in die Hacken da hinten rein. Kruzifix. Nein, ich baue jetzt da schnell was. Das nervt mich seit 10 Jahren. Nervt mich das. Das wird jetzt kein Schönheitsprojekt, das muss nur funktionell sein. Irgendwie Abfälle werden wir schon finden. Das. Kratzernetzung. Geht schon gut los. Ich glaube, das ist ein 40er. Und ein 40er. Das haben wir folgendermaßen vorgestellt. Die Länge bleibt gleich. 48er. Ein Stück abgeschnitten. Hingeschraubt. Loch durch, da ein Loch durch, dann gar nicht lang geredet und gedacht, selber gemacht. Dann werden wir jetzt gar nicht lang rum vorbohren, dann nehmen wir jetzt einen 10er Bohrer und machen das Loch direkt rein. Ausgesteckt. Das Loch ist jetzt halt nicht in der Mitte, sondern unten. Ich möchte es so aufkanten. Passt schon. So kommt es hin, dann klappe ich das auf, dann zeigt sich das, nur das Eck schaut über und dann keilt es da oben. Das Eck reiße ich mal an. Schneiden wir gleich schnell weg. So kommt es an die Bedonmaschine, da wird es angeschraubt. Und dann drehe ich das so, und dann steht das da oben an. Und dann ziehe ich den dann sauber. Ich denke, das funktioniert. Schneiden wir jetzt den Gewind rein. Ein M8er Gewind schneiden wir rein. Nicht über 3 Minuten, wir haben bloß 2 Gewind gehen. Selbstsicherne Mutti. Test. Ja, hat mir nicht gefallen. Jetzt mache ich große Löcher rein, durchgehende Schrauben, hinten dicke Beilagscheiben auf. Ist besser als dieses minimale. Das waren eine 1,5 Quintgänge. Das war nichts. Das war ein gescheiter Pfusch geworden. So, durchgehende Schrauben rein. Dicke Beilagscheiben von hinten da. Mutti, das Ganze dreimal. Ah, jetzt schau her. Der schlagt das aber an. Dann nehme ich das und dann geht's los. Das ist das nächste, was Druck kommt. Das nervt mich auch seit gefühlt 18 Jahren.
die Metallreifen immer quietschen. Schön ist es nicht, die halt da rum, aber zweckmäßig. Hacken hauen wir nicht mehr an, du kannst schön gehen, vorwärts, rückwärts, einmal frei. Vielleicht lackiere ich es aber nochmal, wenn ich lustig bin. Ich glaube aber nicht. Ja. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Gehört euch. Ups, huu. Nein, für die falsch rum drin. Ich habe jetzt wurscht ist. Geht schon. Willst du da was runterschrauben? Ich hätte es drauf. Markus. Das? Ja? Mit dem gehe ich ans Autoventil. Ja, dann muss das weg. Ja. Da muss ich anschließen. Da hinten. Da hinten. Ach so, hier, da. Das ist wie so eine Pistole, was da drin ist. Ja, gut, oder die Kamera da hier. Der Schlagschrauber muss vom Schlauch weg. So, genau. Drücken, ja. Ja, genau. Gut draufdrücken und das Messing zurückziehen. Nimm mal mit einer Hand nur einen Schlauch, genau. Drück nur einen Schlauch. Und vor. Das ist ja, sehr gut. Und beim Draufdrücken. Mach noch. Warte, ich mag das filmen. Doch, das glaubt mir sonst keiner. Ich mag das filmen. Die Aussage von mir war, bitte mach den Schlagschrauber weg und mach zum Luftauffüllen, gell? Luftprüfgerät. Jetzt passt es auf. Sie hat schon den Schlauch weggebracht vom Schlagschrauber. Das war schon mal gut. Der Schlauch ist weg, das hat er nur geschafft. Ja, und dann muss ich doch das Teil bestimmt wegschrauben, nein, dass das dann draufkommt. Wir müssen nichts wegschrauben. Der. Ach so, warte, wir müssen das da hin machen. Ja! Drück's gescheit rein. Was? Jetzt, sie hat's geschafft. Ja, es war eine schwere Geburt.